Moin, moin, ihr Lieben, Chalfi hier. Weiter geht's mit Clanvolk. Wir sind im ersten Winter. Und ja, ihr seht, ich baue da gerade den Steinkamin oder lass bauen vielmehr. In der Hoffnung, dass das ein bisschen die Temperatur in der Bude hochbringt. Also, ich hatte immer den Eindruck, als ich da mal wirklich nur so ein Kochfeuer hatte, dass dann die maximal erreichbare Temperatur in der Höhle irgendwie 13 Grad war, während man mit dem Steinkamin dann tatsächlich schon mal 15 Grad im Winter schafft. Aber auch das ist jetzt alles andere als prall. Insofern, ja. Wichtig wäre mir tatsächlich auch, dass die vielleicht die Pilze nochmal reinbringen. Aber jetzt haben sie irgendwo erstmal den Bau von dem Kamin am Wickel, was auch von mir ist. Ist in Ordnung. So schnell gehen die Pilze wohl hoffentlich nicht kaputt. Zumindest nicht, wenn es friert. Was ist noch zu sagen? Ja, mit diesem Kamin ist das so eine Sache. Ich warte mal ab, bis der durch ist mit dem Bau. Ja. Also, erstmal hier Autotransport und bitte durchgängig brennen lassen an. Das ist ganz wichtig, genauso wie für mich tatsächlich wichtig ist, dass dieses permanent Anlassen auch auf Prio geschaltet ist, also auf Prioritätsboost. Denn ich möchte vermeiden, dass meine Tonkrüge neben dem Ding einfrieren. Also prinzipiell gibt es ja die Option, auch gefrorenes Wasser auf dem Steinkamin wieder zu erhitzen. Das Problem ist, dieses Spiel unterscheidet nicht zwischen den Tonkrügen, die man aufheizen will, und denen, wo man eigentlich ganz froh ist, dass sie gefroren im Kühlschrank stehen. Und insofern versuche ich halt eben dieses Einfrieren der Trinkwasserkrüge tunlichst zu vermeiden über diesen Prio-Booster von dem Steinkamin. Grundsätzlich ist Winter jetzt nicht so die Zeit, wo man sich großartig Projekte vornehmen sollte. Also, ich habe echt den Eindruck, dass sämtliche Arbeit immer entweder erschwert oder langsamer. Also meistens schaffen die es gerade mal, das Feuer anzulassen, irgendwie die Tiere zu versorgen und vielleicht auch noch ein bisschen Holz zu machen. Aber das war es dann auch. Also großartig Bauprojekte oder so braucht man im Winter wirklich nicht machen. Das bringt meistens nichts. Na, jetzt haben sie es abgebaut und jetzt ziehen sie halt auch mal das Pilzregal um, aber nicht dahin, wo ich ursprünglich dachte, sondern tatsächlich neben den Kamin. Das ist vielleicht auch ganz klug. Was mir tatsächlich auch wichtig wäre, dass wir die Doppelwand von unserem Kühlschrank hinkriegen im Laufe des Winters, also zur Not dann auch über die Brechstange mit dem Prioritätsboost. Und da kommen wir jetzt zum nächsten. Ich möchte eigentlich gerne, dass wir mit nochmal zwei Paletten mehr mit Eiskrügen in den Kühlschrank reinstellen. Also das heißt, wir brauchen da bitte nochmal 12 Tonkrüge. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ohne den Prioritätsboost. Und ach ja, wir haben kein Holz mehr, wie man sieht. Bäume fällen müssen wir auch noch. Bisschen weiter die Priorität oder in der Priorität in einer Fertigkeitenliste die Holzhack-Priorität weiter nach oben setzen. Da kommt die Katze, hoffentlich erfolgreich gejagt. Und unsere Hunde liegen da schon und schlafen und wir gehen dann auch gleich schlafen, hoffentlich.
Erste Nacht im Winter, die Laune sinkt drastisch, kann sich nicht mehr waschen, es ist arschkalt. Selbst unsere Tiere frieren. Ja, das wird relativ wenig Sinn machen. Also prinzipiell ist so ein überdachter Eingangsbereich ja schön. Aber ich glaube nicht, dass ich das tatsächlich umsetzen werde. Mehr Fleischregale sind allerdings kolossal wichtig, weil ja nichts von dem Fleisch, was wir jetzt da drin haben, vergammelt. Das heißt, was wir nicht essen, das bleibt auch. Hier kommen wir mal zu einer Sache, die wirklich wichtig ist, unser Kompost. Der muss fertig, sonst kriegen wir die Hühnerkacke da nicht rausgesammelt aus dem Hühnerstall. Und dann zerlegt es, glaube ich, diese Tierbetten schneller, habe ich immer den Eindruck, wenn es auch voll mit Hühnerkacke ist und die Tiere sind ungepflegter und so, also das ist nichts. Machen wir maximal 50 Fleisch. Ja, mit zwei Technologiepunkten kommt man hier manchmal nicht so weit. Und der Wäschekorb, den ich da eventuell freischalten möchte, dafür muss ich erstmal noch einen Sacklein, Hose oder Hemd oder irgendwas von dem Kram nähen. Aber wir haben jetzt eigentlich auch andere Sorgen, als jetzt noch großartig uns neue Bauprojekte hinzustellen. Jetzt können wir komposten, das ist gut. Und einen Dungkorb bauen. Und dieser Brennofen, der läuft jetzt auch auf Prio. Die armen Katzen. Würde euch ja echt gerne mal ein Bett spendieren, aber. Aktuell geht das noch nicht, entschuldigt Leute. Da kommt unser Strohlieferant. Wieso hat der Hahn soll geschlachtet werden, richtig? Ich dachte, der hat kein Bett. Nee, aber das ist die Hand, die da. So, da streunert ein Wolf rum. Mal gucken. Okay. Attacke. Ja, da unsere Hunde machen da keine halben Sachen. Mein lieber Scholli. Wobei ich echt nicht glaube, dass das in der Realität so funktioniert. Mal ganz ehrlich, also die Kangals, das sind ja. Die Herdenschutzhunde, der Schäfer, und das sind echt ganz schöne Kavenzmänner und die verteidigen halt auch die Schafe, aber ob die da jetzt wirklich so zwei Wölfe totbeißen zu zweit, das wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln, wenn es hart auf hart kommt. Ja, das kann man auch mal machen. Einmal bitte die Baumstümpfe rausholen. Das macht im Winter bestimmt besonders viel Spaß. Und das Kätzchen kommt mit noch einem Hasen. Fleißige Katzen. Feine Katzen. Wobei die Hunde echt richtig
richtig zäng machen. Ich frage mich auch, ob die wirklich auch die Hirsche angreifen, wenn die sich dem Vieh nähern. Eigentlich sind die Hirsche ja keine Bedrohung für irgendwelche Hühner. Aber in meinem Parallelspiel, was ich halt ohne nebenbei zocke, ohne da jetzt groß drüber zu reden und das aufzunehmen, da habe ich öfter mal einen toten Hirsch liegen. Und kein Wolf weit und breit. Na, ihr Schnüffelis. Einmal bequem, bitte. Ja, den Feuerblocker nicht vergessen, das ist wichtig. Sonst brennt uns hier am Ende noch die Bude ab. Oh nee, echt jetzt? Hätte ich so einen Wolf? Das ist doch widerlich. Och Mann. Das wäre halt echt schön, wenn man da bei der Schlachtbank mal festlegen könnte, wer denn überhaupt geschlachtet wird oder nicht. Jetzt zerlegen die wirklich drei Wölfe und verarbeiten das zu Fleisch. Mir wird das schon echt fast schlecht bei dem Gedanken. Und das wäre echt wünschenswert, wenn man das mal anders macht, dass man da wirklich auswählen kann, welches Vieh auf der Schlachtbank, genau wie bei Going Meat Evil, da kannst du es ja auch machen. So dass man verhindert, dass Ratten, Wölfe und Co. auf dem Teller landen. Ah, Entschuldigung. Mir wird da wirklich gerade übel bei dem Gedanken. Nächste Palette. Nächste Krughalter ist fertig. Und der letzte auch. Ich denke mal, bis zum Ende des Winters sollten wir dann auch 24 Stück von den Krügen haben. Das ist mit Sicherheit ausreichend für diesen kleinen Bereich da. Aber hoffentlich, wenn wir irgendwann expandieren, das kann ja durchaus sein, dass wir das müssen, dass wir dann auch noch genug Kühlkapazitäten haben. Kommt 10 Teil der Doppelwand. Fell kriegt man natürlich gut von diesen ganzen gejagten Tieren. Ist halt echt bloß die Frage, wohin mit dem ganzen Geplünder? Ja, Hundi, machst du gemütlich. Gute Nacht. Wo sind wir? Wintertag 3. Bald Wintertag 4. Da müssen wir auch mal ein bisschen zusehen, dass wir in die Gänge kommen. Sonst wird das nichts mit Hühnerkacke sammeln.
Ja, das, nachts träumen sie nicht mehr von Frauen, sondern nur noch von dem Badezimmer, von der Dusche oder von der Badewanne oder von mir aus auch einfach von dem Waschplatz. Gut, aber bei minus 12,5 Grad ist da nicht mehr viel mit Waschen am See. Dann können sie froh sein, wenn die Eiskrüge hier nicht einfrieren. Aber eigentlich könnten sie sich doch mit diesem Wasser aus den Krügen waschen. Ich verstehe das gar nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur, dieses Spiel ein bisschen interessanter zu halten, dass du halt wirklich erst die Badewanne oder so erfinden musst. Waschschüssel. Okay. Die nächsten Krüge. Wahrscheinlich fünf oder so, die man noch, das wir die noch herstellen müssen. Also die eine von den neueren Paletten ist auch schon voll. Gucken, ist da noch ein Krug nach? Ja, einer? Nee. Naja. Wir werden sehen. Jetzt müssen erstmal die Herren mal wieder aufs Kackloch, Pupo oder was. Und vor allen Dingen mal ein paar Stöcker wieder an Laden bringen. Weiter tapfer Holzkohle. Möchte ich ihn auch nicht aufhalten. Und hier wäre es auch mal ganz schön, wenn die mit der Wand in der Gänge kommen könnten. Weg damit. Großer Haufen Hühnerkacke. So, drei Ideenpunkte übrig. Das heißt, wir könnten auch jetzt langsam mal das Handelsschild oder den Handelsposten freischalten. Ja, da ist er. Das ist auch ein Ding, der ist echt wichtig, ganz besonders in so einer Welt, wie ich sie ja hier erstellt habe, wo wir wirklich kaum Eisen haben. Da werden wir viel erhandeln müssen und wir haben ja auch wirklich kaum Tiere. Also die Schafe habe ich ja bewusst drauf verzichtet. Das bedeutet aber auch, wir müssen dann wirklich gucken, dass wir die an Laden bringen. Und das geht halt nur über den Handel. Und damit wir handeln können, müssen wir irgendwelche Waren produzieren. Und so böse das jetzt klingt, Waren. Das werden wahrscheinlich unsere Hühner und unsere Jungtiere von den Katzen und von den Hunden sein, die wir da hoffentlich gewinnbringend dann veräußern. Und gewinnbringend auf der einen Seite, aber vor allen Dingen halt auch, um ein bisschen attraktiv zu werden für die Händler der Nachbarclans. Ansonsten kommen die ja auch nicht, ja doch hier kommen, tun sie schon, aber bringen halt nur den letzten Rotz mit. Jo, Winter Tag 4. Nacht. Das heißt, wir haben noch einen Tag bis zum Ende des Videos. Da wird nicht so viel mehr passieren, gehe ich mal von aus. Da wird vielleicht noch die Mauer fertig werden und der Handelsposten, aber das war's dann auch.
Jo, Johnny, gute Initiative. Schön weiterheizen ist hier angesagt, sonst wird's kalt in der Bude. Einer hat Kohldampf, der andere kümmert sich mal wieder ums Feuer. Das geht aber relativ zügig, bis da die Scheite runtergebrannt sind. Ich meine, ja gut, ist in der Realität auch so. Selbst in unserem Ofen, den wir wirklich runterdrosseln können, ohne Ende, müssen wir also zumindest alle 2 Stunden mal nachlegen. Und das in solchen Abständen auch nur, wenn wir wirklich mit richtig dicken, dicken Holzstücken, vorzugsweise Eiche, dabei sind. Naja. Ja, die Mauer, wird die noch was in diesem Video? Schauen wir mal. Doch, hervorragend. Da kommt ein Mäuerchen. Haben wir noch ein anderes? Nee, erstmal müssen wir was trinken. Selbstverständlich müssen wir was trinken. Ein Mäuerchen, gut. So, letzte Mauer und dann schafft ihr vielleicht doch noch den Handelsposten. Jetzt ist mal wieder so kalt, dass man sich aufwärmen muss, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja unschön. Tonkrüge brennen, bauen. Und vor allen Dingen, jetzt macht doch mal dieses scheiß Feuer wieder an. Das gibt's doch nicht. Naja, immerhin ist der Handelsposten gleich fertig. Und dann kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos, liebe Leute, hätte ich gesagt. Also, es war noch nicht ganz am Ende des Tages, aber seelisch und moralisch bereite ich mich schon gerade hier für meinen Zockfeierabend vor. Wintertag 5 abends. Na Jungs, geht mal pennen. Dann hätte ich gesagt, machen wir an dieser Stelle mal Schulz und sehen uns im nächsten Video.